Die Musik in diesem Jahr hat ein großes Problem und das ist Replay Value. Ich scroll zurzeit immer wieder gerne durch meine Spotify-Playlist durch und merke immer wieder, so viel Zeug mag ich tatsächlich von dem Jahr gar nicht. Aber woran liegt das Ganze eigentlich? Ich denke, man muss einfach mal auch considern, definitiv, dass gerade eine Pandemie herrscht und mit einer Pandemie kann man keine guten Songs rechtzeitig und toll promoten, so wie man es möchte. Weil normalerweise stehen ja da Interviews an mit allem drum und dran und man muss sich gut austauschen und die Leute müssen ja auch wirklich rausgehen können und zu den Stores und noch die CDs kaufen und lauter sowas, ja. Man kann sich noch nicht zu 100% auf das Elektronische verlassen, was Streaming zum Beispiel angeht oder sonstiges. Aber welche Alben meine ich denn damit genau? Das erste Paradebeispiel ist Zayn mit Nobody Is Listening. Ich mag ein paar Songs von dem Album, aber ich könnte jetzt keine speziellen Momente nennen, was es mich jetzt irgendwie dazu bringen würde, dass ich das Album nochmal anhören würde oder irgendwelche anderen Songs davon. Ich habe zwar zu diesem Zeitpunkt von dem Video vier Songs in der Playlist, aber ich kann mich nicht so ganz sofort an die Melodien erinnern. Und ich finde, das ist 4 Monate später im Mai schon ein großes Problem. Und ich werde wahrscheinlich das bald aus der Playlist rauswerfen. Dann AJ Tracy Flu Game war für mich genau dieselbe Situation. Du hast hier 16 Songs, 51 Minuten Spielzeit und du hast einfach keine Songs, die besser sind als auf dem vorherigen Album. Wirklich nicht. Ein einziger Song von dem neuen Album ist besser als das vom vorherigen. Und da müsste doch wenigstens einer dabei sein. Dann aber leider auch Brockhampton mit Roadrunner New Light, New Machine. Es ist wirklich sehr schade, dass ich das Album nicht so ganz feiere. Aber ich denke mir jedes Mal, wenn ich mir die Tracklist zum Beispiel anschaue, müssen so viele Features auf einem Gruppenalbum sein? Muss das sein? Oder ich denke mir manchmal auch, Alter, die haben doch schon mal bessere Songs gemacht. Natürlich denke ich mir gleichzeitig auch, es ist definitiv kein Fanservice, die dürfen machen, was sie wollen. Aber es reißt mich nicht mit. Es reißt mich wirklich nicht mit. Ich habe sogar die CD hier, ja? Ich habe sogar die CD hier, die ich gleich gekauft habe, weil ich sehr in der Hoffnung war, dass es ein richtig großartiges Album wird. Auf der Deluxe-Version waren sogar Artists drauf, die ich sehr mag, wie zum Beispiel SSG Kobe. Aber es ist im Endeffekt kein Werk, was mich jetzt irgendwie das von vorne bis hinten abspielen lässt. Ich sitze nicht da, nachdem ich von der Arbeit heimkomme am Abend und denke mir so, ja, jetzt spiele ich nochmal das Brockhampton-Album. Ich habe hier echt ein großes Problem mit der ganzen Sache. Und jetzt kommen wir eigentlich auch zum eigentlichen Hauptthema dieses Videos. Es ist J. Cole's The Off-Season. J. Cole's The Off-Season ist ein gutes Album. Ich mag das Album. Es ist bestimmt, ich würde sagen, eine 6 von 10, nachdem ich es jetzt ein paar Mal gehört habe. Aber ich weiß gleichzeitig auch, in einem Jahr oder so, in einem halben Jahr von mir aus, ich werde mir vielleicht noch 2 Songs davon anhören. Und das finde ich halt schade, weil ich denke, da ist so viel mehr drin, da ist so viel Potenzial drin. Man hört zum Beispiel, dass J. Cole viel mehr Hunger hat als auf allen anderen Alben. Der hat richtig Spaß an den Songs. Aber ich gehe so durch die Tracklist durch und denke mir, 95 South, erster Song hat mir nicht so getaugt. Und dann geht es eh schon weiter mit Track 4 bis Track 7. Die mir nicht gefallen haben. Die Songs sind okay. Die Songs sind ja, es gibt keinen richtig schlechten Song auf diesem Album. Das ist auf jeden Fall nicht. Aber es haut mich nicht um. Vielleicht bin auch ich das Problem, aber ich weiß es einfach nicht. Ich habe irgendwie sehr ein Problem mit dem Jahr, was Musik angeht. Die Songs, die Singles sind alle völlig in Ordnung, weil es gibt natürlich immer noch Artists, die weitaus unbekannter sind, die großartige Alben machen, zum Beispiel Tom the Mailman oder auch Patrick CC, einer meiner Lieblings-YouTuber zurzeit, der so DJ Khaled-esque Alben jetzt released hat in letzter Zeit, was ich ziemlich fucking cool finde, weil man dadurch neuen Artists, die man definitiv nicht kennt, ein neues Spotlight gibt. Zum Beispiel der eine Typ namens Beam, der war auf dem Album drauf und einen Monat später, 2 Monate später, war der auf Justin Bieber's Album. Das ist krass, das ist brutal. Soll aber jetzt gar nicht Thema sein. Im Endeffekt, ich finde es alles komisch. Ich finde es einfach nur komisch. Und ich bin derzeit nicht so zufrieden, wie es mit der Industrie aussieht. Wie gesagt, ich verstehe, wenn man das wegen der Pandemie zurückhalten will, die ganzen Alben. Aber da muss doch irgendwas, irgendeine Zwischenlösung muss es doch geben, ganz ehrlich. Man kann nicht jahrelang teilweise jetzt schon Alben verschieben oder sonst was. Ich bin mir sicher, dass jemand im März 2020 ein Album releasen wollte oder so. Und das konnten die immer noch nicht releasen. Weil sie eben so sehr darauf hoffen, dass die Pandemie zu Ende geht. Vielleicht ist es auch die Pandemie selber, die die Alben ein bisschen schlechter macht. Ich weiß es nicht. Ich bin immer ein bisschen ratlos. Es ist nur ein bisschen Rambling jetzt gerade. Weil vielleicht geht es ja euch genauso und ich würde gerne eine Konversation drüber starten. Ich hatte gestern schon mit einem Kumpel beim Zocken einfach eine Konversation drüber, weil
es ist nichts da. Es ist nichts da. Es ist nichts mit Substanz da, wo du dir denkst, ja Mann, das bleibt in meiner Playlist, das werde ich jahrelang anhören, das bleibt. Es existiert so wenig. Und ich verstehe es schon und ich verstehe es gleichzeitig aber auch nicht. Es ist wirklich verzwickt und ich weiß nicht, wie lange das noch so gehen soll. Weil natürlich finde ich das auch schade, weil ich bin Musikchannel. Ich bin ein gottverdammter Musikchannel. Und ich würde gerne wieder Albumreviews oder sonst was machen, aber es ist nichts da. Es ist nichts da. Von nichts kommt nichts. Letzte Woche hat Olivia Rodrigo was released. Vielleicht mache ich da noch eine Review dazu, aber sonst, ich wüsste nicht, was ich machen soll. Das heißt jetzt aber auch nicht, dass ich jetzt keine Ideen mehr hätte, ohne die Reviews was zu machen oder sonst was. Natürlich habe ich weitaus viel mehr Videoideen, aber mir geht es einfach nur darum, dass ich gerne Abwechslung haben möchte, aber mir wird es nicht ermöglicht. Es kann sein, dass Bühne frei öfter vorkommt, es kann sein, dass Make It Stop, euer Lieblingsformat anscheinend, es kann sein, dass das öfter vorkommt, es kann sein, dass ich ein bisschen mit neuen Rubriken und sonst was herkomme, also ich muss halt einfach ein bisschen kreativer bleiben. Aber ich glaube, das war eh schon kreativ genug, was ich bisher mit den 12, 13 Videos, was ich bisher hochgeladen habe, gemacht habe. Aber dennoch, ich würde gerne einfach mehr tun. Aber ich darf nicht. Aber wirklich, lasst mich wissen, wie ihr drüber denkt. Weil egal ob privat oder jetzt hier unten in den Kommentaren, ist mir egal. Ihr dürft mir gerne einfach wissen lassen, wie ihr das seht. Weil es ist für mich eine sehr, sehr komische Situation. Das soll es aber auch schon wieder gewesen sein für dieses kurze Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis dahin, bleibt gesund und ciao.